Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aus dem 15. Kapitel des Johannesevangeliums begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu dieser Netzandacht an diesem Sonntag Jubilate. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wenn wir als Gesellschaft durch eine lange Durststrecke gehen müssen, dann stellt sich umso mehr und umso dringlicher die Frage nach den Quellen in unserem Leben. Und darum soll es in dieser Andacht gehen, um unsere Quellen, was sie uns bedeuten und woraus sie sich speisen. Und so feiern wir diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Höher, schneller, weiter, das scheinen die Maximen zu sein, die unsere Gegenwartsgesellschaft schon seit langem prägen. Wachstum, Entwicklung, steigende Kurven, das scheint das moderne Credo unserer Tage zu sein. Aber das gilt nicht nur im großen Maßstab, sondern auch im kleinen, schon im privaten. Leistung, Anerkennung, Prestige, das sind Dinge, an denen orientieren sich nicht nur Erwachsene, sondern sehr früh auch schon die Kinder. Ich habe den Eindruck, wir segeln mit diesen Werten oft an der Oberfläche unseres Lebens entlang. Einfach deshalb, weil diese Maxime höher, schneller, weiter nur einen Teilausschnitt unseres Lebens spiegeln, der vor allem an heiteren Tagen und zu gesunden Zeiten, dann, wenn alles funktioniert, möglich ist. Eine andere, aber mindestens genauso wichtige Dimension kommt dabei oft zu kurz: die Tiefe. Wir maximieren und wir optimieren gern unser Leben, aber suchen wir auch, es zu vertiefen? Klar ist, sich der Tiefe menschlichen Lebens zu stellen, das ist ja auch nicht ganz ohne. Denn wenn ich auf meine Tiefe mich einlasse, dann verfließen zunächst alte Gewissheiten und Gewohnheiten, die orientieren und Halt bieten. Wer sich auf die Tiefe seines Lebens einlässt, der wird, das ist klar, herausgefordert, so oder so. Er löst sich in diesem Moment von seinem bunten Alltagstreiben, indem wir gerne Ablenkung suchen. Und er stellt sich neu den dynamischen Kräften in seinem Innern. Viele Menschen weichen dem darum gerne aus, weil sie auch keine rechte Idee haben, warum sie das eigentlich tun sollten. Der Alltag läuft ja so oder so irgendwie mit seinen kleinen Annehmlichkeiten und auch seinen Beschwernissen. Warum sich also der eigenen Tiefe stellen? Aber wenn ich die Frage stelle, was sind die Quellen in meinem Leben, dann ahnen wir, die Frage ist wichtig, weil es in ihr um Kraft, um Energie, ja um Lebenssinn geht. Viele würden darauf antworten: Naja, meine Kraftquellen, das sind meine Familie, Freunde, mein Partner und vielleicht auch der Beruf. All diese Antworten sind richtig und bleiben doch oft an der Oberfläche. Denn Quellen des Lebens sind Familie, Freunde, der Partner oder der Beruf, nicht allein und automatisch von sich aus.
Sie sind es nämlich nur genau dann, wenn es gut darin läuft. Wenn ich in meiner Familie Anerkennung und Vertrauen spüre. Wenn Freunde mich wertschätzen. Wenn trotz Alltagsmühle mein Partner mir liebevoll begegnet und ich in meinem Beruf Wertschätzung und Anerkennung finde. All das, das sagt unsere Lebenserfahrung, ist aber alles andere als selbstverständlich. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann macht er deutlich, ich bin die Quelle in deinem Leben, die ihm Tiefe und Sinn verleiht. Und zwar durch all die Dinge hindurch, die du an Gutem und Schönem in Familie, Freundschaft, Partnerschaft und Beruf erfährst. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dessen Wurzeln tief in die Erde gehen, dann sagt er uns zu, ich vermag dir als meiner Rebe Kraft und Energie neu zu geben, gerade in diesen Dürrezeiten, wo du sie dir nicht aus dir selbst geben kannst. Wenn die Verwurzelung stimmt, dann kann Leben immer wieder neu keimen und austreiben, auch wenn die Umgebung noch so unwirtlich ist. Wie ein junger Grashalm, der mit frischer Kraft in karger Umgebung dennoch zu wachsen vermag. Resilienz nennt das die Psychologie, Hoffnung der christliche Glaube. Beides braucht es in diesen Zeiten. Jesus verspricht uns diese Kraft, er, unser Weinstock, aus dem heraus wir Energie ziehen und das Leben gut gestalten können, für uns und für andere. Und das braucht es in diesen Tagen, dass Menschen, dass wir aus dieser Kraft Frucht bringen. Es braucht es in diesen Krisenzeiten, dass Menschen für andere zum Segen werden. Das Schöne ist, wir müssen es nicht aus uns selbst herausquetschen wie aus einem trockenen Schwamm. Wir müssen nicht mit ethisch verbissener Kraftanstrengung loslegen, sondern wir dürfen zuerst schöpfen aus Gott selbst, unserer Kraftquelle. Als Zentrum von allem Guten und all der Liebe, die uns anrührt und die uns dann befähigt, Frucht zu bringen, an jedem Tag neu. Amen. Quelle des Lebens, fülle du uns damit deiner Kraft, wo wir uns ausgelaugt und müde fühlen. Du Gott, Quelle des Lebens, gib uns den Mut, für einen Moment loszulassen, uns auf dich einzulassen und aus dir heraus neu zu schöpfen. Du Gott,
Quelle des Lebens, fülle uns Hände, Herz und Sinne, dass wir reiche Frucht bringen und für andere zum Segen werden. Amen. Und so lasst uns gemeinsam mit den Worten Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in die kommende Zeit, die Gott euch schenkt, unter seinem Segen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden heute und alle Zeit.